So, da bin ich auch wieder zurück bei dem Qualifying. Ja, schön, dass wir jetzt wieder weiterfahren können. Und wir sollten ins Q1 gehen. Los geht's. Wie gesagt, Platz 17 soll unser Ziel sein, Minimum. Und unseren Teamkollegen sollen wir besiegen. Aber wie gesagt, das denke ich, sollte kein Problem sein. Wenn ich es drauf anlege, ist es locker machbar. Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Diese Strecke war schon immer etwas Besonderes und die Faszination steigert sich noch in dem Moment, wo die Startlichter ausgehen. In der Formel 1 passiert immer vieles in der ersten Kurve. Sie ist schwierig zu fahren, wenn man von anderen Fahrzeugen umgeben ist. Aber hier wird das Rennen weder gewonnen noch verloren. Man muss klug vorgehen, unbeschadet durchkommen und darauf hoffen, dass nur die anderen Probleme bekommen. Es war tatsächlich ein verregnetes Qualifying. Es wird hart, das nächste Qualifying zu erreichen, aber wir wissen, dass du dir Mühe gibst. Ja, das ist eine Info, die ich... Die klar ist, kann ich nur noch ein bisschen die Frontflügel und so zu verstellen, ansonsten nicht mehr. Aber ne, sind die Intermediate, sind nicht die Fullbed. Okay, verregnet soll noch nicht stark. So, los geht's. Wir dürfen mal auf die Strecke. Ja, Platz 1, Platz 2, Platz 4. Meine bisherigen Ergebnisse. Das hätte ich nicht erwartet, aber gut. Wie gesagt, wir sind wieder vorne mit dabei und ich hatte auch nicht erwartet, dass es ein gleiches Rennen kommt. Das wird es auch nicht. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen einfach anfahren. Gerade habe ich natürlich keine Referenzzeit, wie es aussieht im Regen. Also wird es zwischen 1,42 und 1,43 wird es ungefähr sein. Und vielleicht jetzt 1,44. Aber wenn wir mal sehen, sobald die ersten Zeiten kommen, wie es dann bei uns aussieht, wenn die Möglichkeit haben, weiterzukommen. Wird es ja noch trocken, wenn nach hinten durchgespült. Dann sollte man einfach mal die Zeit ein bisschen im Auge halten. Das ist noch die Einführungsrunde. Und dann kommen wir gleich los auf die gezeichnete Runde. Ja, schon anderes Fahrverhalten im Regen. Ich habe nur ein trockenes Ende ab. Ich hoffe, dass das Rennen natürlich rein trocken wird. Sonst haben wir auch keine Probleme. Eieieiei. Ich sag ja, in der Kurve kannst du keine Zeit liegen lassen. Ah, gut, der ist einfach nicht. Der Ring natürlich gesperrt. Formel 1 interessiert sind. Nein. Sobald man da ein bisschen rauskommt, hast du keine Chance mehr, das Auto abzufangen. Das Auto zu stabilisieren. Ich glaube, die Runde könnte schon gut sein. Zumindest sollte es machbar sein, in Runde 2 damit zu kommen. Wo ganz vorne dabei sind, das ist eine Ahnung. Runde 2 sollte eigentlich drin sein. Wasser. Ich habe jetzt auch keine Chance, das Tempo zu fahren, das ich gerne hätte. Anders. Das war's mal davor. Aber ich befürchte, dass die Runde sowieso nichts wird.
der ersten Zeit kommen. Geht's in die Garage, warte das, bis es trocken ist und zieh dann richtig die Zeit auf. Fahr da mit den Supersoft-Reifen ins U2. Ja, sieht doch gut aus bisher. Eigentlich kein Problem, sonst sind die Zeit natürlich. Ach, wir sind sowieso schon im Q2. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte die Runde sowas von mies im Kopf, aber gut. Also bin ich zufrieden mit. Platz 6. Naja, da sind nicht alle rausgekommen. Bottas, Räikkönen, Gutierrez, Wehrlein und Naso sind die ersten 5. Also, theoretisch wäre es sogar möglich gewesen, klar locker weiterzukommen. Wann haben wir denn raus, leider? Eriksson, Grosjean, Harianto, Alonso, Magnussen und Perez. Und damit haben wir die Vorgabe erreicht, dass wir Magnussen schlagen sollen. Wir sehen uns gleich im Q2. So, dann sind wir wieder zurück. Mal reingucken wie in dem Setup. Ich will zumindest mal noch einen neuen Satz Reifen. Was haben wir denn überhaupt noch an Reifen? Ne? So, da fahre ich jetzt auf Soft und fahre die Super Soft im. Die Strecke ist derzeit frei. Wir können loslegen. So, halten doch länger. Ja, ich fahre zur fliegende Runde. Ich beschleunige das Ganze jetzt ein bisschen. Den Reifen dann auch starten. Wäre ja schon Vorteil sein, wenn wir dann doch einen Ticken länger fahren können als der Rest des Feldes, die dann jetzt schon wahrscheinlich auf die Supersoft gehen. Oder mal gucken, wer alles so auf die gleiche Taktik geht. Wir sind ja aus dem Zweifel des Grün gekommen, das Auto kommt uns direkt weggezogen, aber. Das dürfte leider noch ein bisschen Zeit gekostet haben, das sollte aber kein Problem sein, dass man rein muss mit dem Auto. Create hat eine schnelle Runde. Nach. Oh, da war der Kia nicht lang. Nicht viel langsamer als die Kowalski-Berg. Wow. Das ist Toro Rosso. Und das legt die Zeit nochmal. Unterbietet die Zeit.
kommt noch einer. Attacker. Mit deiner letzten Rundenzeit bist du auf P5 vorgefahren. Halbe Sekunde zu lange? Okay. Der eine Fehler in der ersten Kurve, ne? Ja, ich bin viel schwer zu regnen. Das heißt, wir legen nochmal die Runde nach. Ich will auf jeden Fall immer auf komplette Nummer safe, auf safe gehen. Dass wir doch durchrutschen. Ja, das macht viel aus. Wenn du die erste Kurve sauber hast, dann hast du schon mal keinen Vorteil. Ja, du sagst, dass du mich um Violett. Ich will einfach nur safe, absolut auf safe gehen, dass ich hier nicht rausrutsche noch. Wieder verlieren. Sollte eigentlich das Problem werden. So, bis jetzt im wahrsten Sinne des Wortes im Grünbereich. Ich hätte aber 1,6 Sekunden. Das wird jetzt sicher verbockt. Ja, und tatsächlich habe ich es, glaube ich. Boah, Alter, habe ich fast 3 Sekunden unterwegs verloren. Puh. Ja, was dann am Ende ein schlechter zweiter, letzter Sektor ausmacht. Aber sollten eigentlich safe in der nächsten Runde sein. Von daher alles gut. Halbe Sekunde Rückstand, hätte ich nicht gedacht, dass ich die verliere. Machen wir mal 1,6 Sekunden Vorsprung und die habe ich alle komplett versaut. Kaputt gefahren. Gut. Wehrleins Zeit zu Verstappen ohne jede Zeit. Gerade im Fall von Verstappen ist noch schon eine Überraschung, dass der nicht dabei. Lazo, Button und Gutierrez sind auch raus. Das heißt, wir sind tatsächlich wieder in den Top 10. Wir sind gleich um Q3. Einem hoffentlich trocknen. Ja, versprechen kann ich es nicht. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Und wir fahren jetzt auch schnell eine vernünftige Zeit. Versuchen zumindest. Also es sieht bedenkt aus, ich kann nie garantieren, dass das noch ein zweiten Wochen wird. Also, jetzt geht's Richtung Paul und ich will meine zweite hintereinander. Jetzt hoffe ich, dass ich die Pole, wenn ich die Q3 bin, dann bin ich auf jeden Fall auch die Pole. Schlimmere Stellen. Ah, das ist tatsächlich schlimm. Die erste Kurve, aber man, inwiefern das die entscheidende Zeit gekostet hat. Ich hätte meine Runde nachlegen müssen. Ich aber auch Vettel 1,43. Der holt schon mal eine ordentliche Zeit raus. Ach man, nett. Da müssen wir gerade nicht kaputt. Und jetzt Nico Hülkenberg. Oder was? Oder uns zu sehr auffällt. Da wurde mich ganz wochenende nicht gefahren.
weiter. Aber ich lege mal nach. P2, du bist zurzeit auf Platz 2. Weil ich sogar zu fertig, deswegen lege ich nochmal nach. Nachliegen. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Das sieht gut aus. Zweiter Sektor ist aktuell noch violett. Es könnte tatsächlich die Pol werden. Die zwei hintereinander und die will ich haben. Jetzt hoffe ich, dass ich mir das nicht verbaue in der Kurve. Das kann nämlich durchaus passieren. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank, ey. Sehr gut. Guck mal, wie lange haben wir nur noch Zeit? 3 Minuten, easy. Eigentlich kein Problem. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Ein Renault, Rosberg und Sebastian Vettel. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Genau, nicht vergessen einzuschalten. Jetzt dann morgen schon. Weiter geht mit dem Qualifying. Die Nase vorn, sehr schön. Noch eine Trophäe hinterher gekriegt. Zweite Pole jetzt hintereinander. Ah, 97 Punkte, sehr schön. Ich glaube, wir haben tatsächlich schon die Dings erreicht. Ja, ja. Krieg schon keine Dings mehr. Keine. Rivalität haben wir gewonnen, sehr schön. Ich glaube, wir können sogar schon jetzt erster Fahrer werden. Ich bin sofort fertig. Ich muss so kurz ein Video für heute, für morgen früh planen oder für morgen Nachmittag planen. Passt. Gut, los geht's. Sie wollen es mir noch anhören, oder werde ich kurz abmoderieren? Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Sehr gut. Dieses Rennen Platz 12 oder besser, wie Siege kämpfen Magnussen und Sieg für Arbeit und Meisterschaft 12 oder besser. Ja, umso erfolgreicher wir sind, umso höher sind natürlich unsere Ziele vom Team, ne? Aber gut, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es dann ins
Rennen geht. Bis dahin und ciao.